Damit herzlich willkommen zurück hier zu Fitbit Staffel 5, Folge 125. Die nehme ich jetzt einen Tag nach der letzten Aufnahmesession auf. Und zwar aus dem einfachen Prinzip, dass ich da noch schnell was basteln möchte. Ihr seht, eine Seite habe ich hier schon mit Blöcken versehen. Und der Framecore läuft langsam aber sicher hin und her. Aktiviert? Nö. Gut. Wir werden auf einen etwas anderen Quarry umsteigen. Dazu brauchen wir einen Enchanter. Weiß da zufällig noch jemand, wie der heißt? Also der mit Liquid XP geht. Extra Utilities war das gleich, ne? Achso, gibt mir die zwei Seiten. Ja, das muss aber von dem hier sein, oder täuscht mich das? Was ist bitte ein Ender Collector? Hört sich auf jeden Fall cool an. Ich suche aber den Auto Enchant. Ach so, Open Blocks. Ja, das ist natürlich was anderes. Oh verdammt. Stimmt ja, ich habe keine Diamanten. Da ich die alle für Nether-Stars brauche. Cool. Das hilft mir aber alles nichts. Nur 6. Wir werden einfach mal. Ach ja, da hat mich der Dings getötet. Kann ich auch mal löschen, den Wegpunkt. Der. Unser Riesengerät unten. Unser Stromgenerierer. Der aktuell sehr gute Dienst eigentlich macht. Vielleicht finden wir da unten irgendwo noch Dias. Sieht aber zumindest hier eher schlecht aus. Das ist sicher Stone und Leather. Ne, das war okay. Eben mal Luft holen. Schwede hat seinen Schnell um. Ach so, deswegen.
Und warten wir noch, bis wir wieder genug Leben haben. Und dann holen wir uns das. Also jetzt schon ist sicher so. Was macht er denn da jetzt so eigentlich? Schau, bin da, was läuft? Nö, eigentlich nicht. Ich weiß, der mattert ihn immer ein bisschen, der Quarry. Aber wir sind mit den Ticks wieder überall auf 100%, also was soll das? Jetzt wären natürlich Bücher gut. Denn wir brauchen Magic Wood, wer hätte das gedacht? Und das müssen wir damit Auto enchanten können. Wahrscheinlich. Ich glaube, mit denen kann man das auch boosten. Ich habe halt schon ewig nicht mehr enchanted, Vanille enchanted. Hoppla. Vier Mana Steel, zwei Mana Diamonds Scheibe. Der Mana Diamonds, das wird ein Problem werden.
werde erstmal nur einen versuchen. Diamanten kann man ja leider nicht duplicaten. Vor allem die Frage ist, ob es mit einem coolen Enchanting Table geht, deswegen. Sieht aber nicht unbedingt danach aus. Ach komm. Wie ging denn das mit dem Auto-Enchantment-Table? Kann sich da noch jemand dran erinnern? So. Open Blocks Auto-Enchantment-Table. Genau. Bla bla. Okay, also doch, stimmt schon, der braucht. Zugriff auf die Bookshelves. So, weiter neben liegen weiß man nicht. Level ist immer noch 8. Wie viel braucht man da bitte? Habe ich schon erwähnt, dass ich Autocrafting liebe. Ach ja, ich habe zwischenzeitlich ein wenig hier hinzugefügt. Das hat den Vorteil, dass der ganze Blödsinn automatisch gecraftet wird. Also ein paar Kleinigkeiten noch dazugeschmissen. Max Level ist immer noch 8.
muss den nochmal aktualisieren. Mach doch nochmal 10. Alter. Das mit Ende zu, das müssen wir uns noch überlegen. Also mehr als 26G anscheinend nicht. Oh. Ja, Tor. Das habe ich ja auch gut gelöst hier. So, Level 26. Brauchen dann nur einen neuen Eingang. Da sollten wir hoffentlich ein bisschen magisches Holz zusammenbekommen. Magisches Holz. Zack. Dann machen wir auch 4, 1, 2, 3, 4. Ein Chor.
der Quarz-Autocraft aktiviert, sehr schön. Sehr schön. Obsidian müssen wir mittlerweile wieder einiges haben. So. Ins Bett. Der ist eh noch am Werkeln, sehr schön. Vielleicht schafft es ja noch ein paar Diamanten aufzutreiben. Das wäre natürlich cool. Zu weit gegangen. Da müssen wir halt immer hier einsteigen und dann runterfahren. Immer noch am Rödeln, wie schaut es da unten aus? Sein, dass der es gerötelt hat. Ich habe hier ein. Ja, es ist das letzte Drum, was ich hier habe. Der letzte Star plus der Notfallstern. Ich habe hier das Notgate angebracht, das wisst ihr schon, und hier ein Und. Wo dahinter versteckt. Also, wenn beide rot sind, dann schaltet er einmal durch und aktiviert den Star-Generator. Ne? Ja. Das Ganze frisst relativ schnell eigentlich Strom, muss ich zugeben. Was da alles läuft so. Deswegen werden wir auch weiter basteln bei den Turbinen und so weiter. Sehr schön. Fast machen. In der Kurs habe ich schon. Ja gut, dann werden wir wohl noch warten müssen. Wasser machen könnten müssten die Marker sein. Drei wären natürlich ganz gut. Sehr schön. Und dieses Luchfresser Upgrade, also dieses Ender Quarry, genau. Diesen Burnt Quartz, wenn wir ihn jetzt lernen, habe ich mich eben entschieden. Denn das geht eindeutig schneller. So.
Corey. Das sah richtig aus mit Enderperlen 850. Ja, da haben wir noch ein wenig was. Ein Vorteil auch vom Ende Korea macht Self-Junk Loading. Der schon zwei von den drei Markern sind auch schon fertig. Ich werde eben ein paar Nether Stars machen. Einen zumindest. Denn wir haben jetzt mittlerweile was Witterproofes. Also jetzt ist mir sowieso egal, jetzt kann ich nämlich fliegen auch. Werden aber dennoch noch ein wenig dann mehr herumbasteln um das Ganze. Vor allem, wenn wir auch diese Herzkanister bekommen, da werden wir vielleicht gleich mal einen benutzen. Da kann man sich nämlich mehr Leben generieren, mehr oder weniger. Ich ersetze eben den Peaceful Mode hier durch den hier. Schmeiß den da rein, dann haben wir schon wieder einen Sprudel mehr. Ach, das gibt's doch nicht, dass der gar keine Diamanten findet. Das sind Silber. Das auch, ne? Tja. Findet wirklich keine. Leider. Gut, bewegt sich wenigstens nach vorne. Aber wir steigen ja dann um auf den anderen Quarry. Den werde ich wohl zwischen den Episoden fertig craften. Denn mit dem bisschen, was wir hier haben, man.